Schwere Mehlsäcke waren da gerade. Links, wann? Unter. Da war es gerade. Du warst gerade hoch. Da. Schwere, nasse Mehlsäcke aus der Zeit, als dies noch eine Mühle war. Ja, dann schub sie doch mal in, ja, in das Wasser. Vielleicht kannst du damit das verstopfen. Tragen. Vielleicht kann ich sie stoßen. Ein Feuer ist schon mal gelöscht, aber die anderen brennen immer noch lichterloh. Ich würde auch lustig, dass wir jetzt die Feuer löschen müssen, okay, aber ich meine, die schießen ja trotzdem, das ist doch genauso gefährlich eigentlich, ne? Das heißt, die müssen ja faktisch auch noch irgendwie ausschalten. Irgendwas da hinten müssen wir noch machen, guck mal bei der Kiste. Alte Planken, okay. Ah. Okay, die haben wir jetzt auch nicht gesehen. Hinter ihnen liegt rostiges Zeug. Ja, dann schubst du mal um. Umstoßen. Hinter ihnen liegt rostiges Zeug. Was haben wir da schönes? Rostige Rüstung. Eine Rüstung. Eine rostige Rüstung. Rüstung aus der Kolonialzeit. Die könnte man leicht wieder aufpolieren. Nein, jetzt ist nicht die Zeit zum Putzen. Die rostige Rüstung von Ritter Rost. Erschieß kennst du den noch? Mich. Ja. Ich will sterben! Ah, okay, der hat jetzt auf die Rüstung geschossen. Aha. Und da ist er von oben gekommen. Was ist das eine Feuer löscht? Aber eins brennt noch. Kannst du mal gucken, ob da hinten noch irgendwas ist oder so? Bei den anderen Feuer. Schatzkiste? Also irgendwas mit der Schatzkiste. Kannst du die Ketten daran befestigen, die da drüber sind? Geht das? Nee. Kann ich nicht auswählen. Also da muss irgendwas mit der Schatzkiste sein. Ja, vielleicht sprechen. Vielleicht musst du von der Schatzkiste aus sprechen. Weißt du, dass die sich dann. Weiß ich nicht. Haben die ja gerade auch gemacht, wo du bei der Dings warst, weißt du? Nicht schon wieder. Sprich mal mit der Kiste. Mit Leuten aus der Mittelklasse spricht es nicht. Ach so. Weil ich dachte jetzt so nach, von der Logik her, dass sie vielleicht denken, aha, da ist ein Ziel, da schieße ich jetzt einfach mal reflexartig drauf. Frauen in ziemlich ungewöhnlichen Posen drauf. Was? Nochmal. Sie ist voll mit niegelnagelneuen Sektquirlen. Da sind mehr Jungfrauen in ziemlich ungewöhnlichen Posen drauf. Sex. Hey, Baby. Aber Buttert kann ich nicht so gut nachmachen, weil wir gehen Buttert, der macht immer so. Hey, Baby. Ich kann das nicht, aber. Ich find's aber faszinierend, dass der Typ, der das gemacht hat, dass er die beiden Rollen spricht. Und auch noch so Hank Hill bei King of the Hill spricht, weißt du? Unter anderem, also der hat auch so eine Bandbreite seiner Stimme, das ist unfassbar. Also ich finde das immer faszinierend, ja. Zusammengebunden werden. Wie bewahre ich mir für jemand Besonderes auf? Kannst du das nicht vorwerfen? Ah, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte sie fragen, ob sie eine Idee hat. Jetzt spoilerst du auch noch. Da wackelt das Segel. Und nicht nur das. Bevor ich losfahre, sollte ich nochmal die Lage checken. Dann wollen wir mal sehen. Das ist kein gutes Zeichen. Ich kann den Admiral sehen. Er hat eine, zwei. Oh, er nutzt die gesamte Flotte für seine Blockade. Sturer alter Bock. Césaire wird sein kleines Mädchen niemals gehen lassen. Oder sie Flint überlassen. Das wird ein interessanter Kampf werden. Wer? Also, weiß ich nicht. Aber kannst du auch mal zu Papa Doc rübergehen. Wenn du schon mal das gezeigt hast, kannst du zeigen, wo gerade Papa Doc ist. Einfach nur. Wo ist denn Daddy Doc? Da sind so viele neue Namen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Ja. Ich glaube wirklich, da ist ein bisschen Budget bzw. Zeit flöten gegangen. Also, es fällt mir etwas schwer, das zu verbinden. Wir brauchen einen Director's Cut. Ja, aber das sieht auch cool aus hier. So aztekische Stadt so ein bisschen, ne? Also. Queen Simbi hat uns schon gewarnt, dass du zurückkommen würdest, um Ishell erneut zu stehlen. Ishell ist unsere Göttin. Unsere! Und unterliegt nun wieder meiner Kontrolle. Hey, und der ist immer im Knast? Ich weiß, dass du der hohe Priester bist. Aber du verstehst nicht. Die Gefahr, die von Baron Ogu und Mama Malidai ausgeht, kann uns alle zerstören. Ishell wusste davon. Deshalb musste sie uns helfen.
Sie hat die Zukunft gesehen. Sie wusste, dass das passieren würde. Wir haben nicht viel Zeit. Ah, was ist das für ein Geruch? Bist du das? Genug! Azubianische Piraten und Voodoo-Totengötter sind nicht von Belang für die Aztekaner oder ihre Götter. Ischel schöpft ihre Kraft durch unser Volk. Sie darf sie einzig und allein dafür verwenden, unser Volk zu schützen und nur unser. Lass mich mit dem Herrscher sprechen. Vielleicht versteht er den Ernst der Lage. Er ist tot. Sein Neffe hat seine Thronfolge angetreten. Der Junge hört nur auf das, was ich sage. Der kleine Pakal ist jetzt Herrscher? Genug! Du wirst nicht in seine Nähe kommen. Und selbst wenn es dir gelingen sollte, der Junge wird nicht lange Herrscher sein. Aztekla braucht einen spirituellen Herrscher. Jemanden, der weiß, wie er mit den Göttern umgehen muss. Unseren Göttern. Ich hoffe, du verrottest hier, Papa Doc Mister. Ich habe schon geahnt, dass Itzakoka meinen Kristallschädel blockiert. Aber jetzt bin ich ganz sicher. Ich muss in den Altarraum und die Shell direkt kontaktieren. Zusammen können wir Queen Simbi vielleicht stoppen. Und das Böse, das sie freisetzen will. Warte mal. Warte mal. Erklär mir mal, warum sind wir jetzt hier? Warte mal, und wer ist Mama irgendwas? Und da war noch irgendwie Papa irgendwas, der durch Ischel angerufen wird und was? Die können irgendwie helfen und sind die Götter und ich, was? Ich komme damit gerade auch irgendwie. Vielleicht. An alle, die die Folgen jetzt nacheinander gucken und die vielleicht mehr kapieren von der Handlung als wir. Erklärt uns bitte, was gerade abgeht. Also irgendwas fehlt da, komm. Also ich meine, so lange ist es jetzt auch nicht her, dass wir das gespielt haben, ne? Also ja, also er ist jetzt dahin gesegelt, weil er irgendwas regeln musste, Voodoo-mäßig. Und da dann wurde er da gefangen genommen. Der Typ da, der Voodoo-Priester, was das war scheinbar, der hat seinen Kristallschädel da irgendwie blockiert und deswegen hat er keinen, weiß ich nicht, hat sein Signal da irgendwie blockiert scheinbar. Also kein Empfang unter dieser Nummer oder ich weiß es nicht. Pass auf, ich geh mal kurz auf Toilette. Kannst aber weiterspielen, muss jetzt nicht extra unterbrechen, ne? Ich bin gleich da. Okay, okay. Kannst ja mal ein bisschen rumprobieren, ich sehe ja dann. Falls was passiert, kannst du mir gleich berichten, ne? Okay, irgendwas muss mit dem Schatz sein. Feuerschatz. Der Tod ist nah! Verdammt, er kann mich nicht hören. Nee. Er ist zwar der bessere Schütze, aber er braucht ein richtiges Ziel. Ah, dann muss ich vielleicht mit dem da irgendwie interagieren. Die lassen Patronen sprechen. Seine Waffe anfassen? Das ist riskant. Treffer! Das war's. Kein Feuer brennt mehr. Und der Rum kann auch nicht mehr explodieren. Und ich weiß, wer mir dabei helfen kann, diese Diebe zu fangen. Ich hab ihn gefunden, Leute. Euren Rum. Alle 29 Fässer davon. In der alten Mühle. Holt ihn euch schnell, bevor die Schmuggler sich ihn schnappen. Ein dreifaches Hoch auf Bluebelly. Arr, arr, arr! Großartig. Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Ich muss Muriel, die Verlobte des Gouverneurs, zu ihrer Mutter zurückbringen. Lock sie einfach aus der Villa. Irgendwohin, wo es ruhig und dunkel ist. Dann greifen wir sie uns, stecken sie in einen Sack, schlagen sie bewusstlos und dann gehört sie ganz dir. Oder Männer? Hi. Jetzt musst du nur noch einen Weg finden, wie du sie aus der Villa lockst. Okay, ich habe das schon mal geschafft. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen weiter in der Stadt um. Hier können wir noch lang, das machen wir doch mal. Da waren wir noch nicht weiter links. Was ist denn da so?
Oh, was ist das für ein Vieh? Ich glaube, ich warte mal ganz kurz auf Doc. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Ja, was gibt's bei euch so Neues? Gutes Wetter, oder? Ein bisschen warm, aber ganz angenehm. Ja. Habt ihr was Gutes gegessen heute? Das ist schön, ja. Smalltalk, 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 Smalltalk. Bla bla bla, jada jada jada, bla bla bla. Und wir sehen, was ist denn das überhaupt? Levi, der Leviathan. Achso, mit dem mussten wir ja irgendwas machen. Das ist Levi, der Leviathan. Irgendetwas steckt in seiner Kehle fest. Stimmt, die hatte ja Dingsbums erwähnt, diese Meerjungfrauenkönigin, dass sie mit dem irgendwie, mit dem könnten wir die Armee von Greenbeard, also die Flotte, aufhalten. Das hier finde ich gerade schön, diese Grafik. Das erinnert mich schon an Monkey Island 3, vor allem wie hier die Kanonen rausragen aus den Türmen. Das sieht schon sehr nach Monkey Island 3 aus. Ist echt ganz hübsch. Okay, ich rede mal mit dem Leviathan. Ahoi! Sieht aus, als ob er krank ist oder so. Das ist Levi, der Leviathan. Irgendetwas steckt in seiner Kehle fest. Kann ich irgendwie mit dem Seil? Das muss nicht zusammengebunden werden. Hm. Okay, was gibt's hier so? Kleiner Waffenturm. Oh je, das ist viel enger, als ich es in Erinnerung hatte. Das wird Greenbeard niemals aufhalten. That's what she said. Entschuldigung. Fort Bolsa Chica. Fort Bolsa Chica. Das ist Spanisch und heißt kriegerische Prinzessin. Heißt es nicht. Das ist meine Insel. Ich kann hier sagen, was ich will. Ach, geh und red mit deinen Piratenskeletten. Mal das Mikrofon neu platzieren und mich mal... Okay. Dann gehe ich mal weiter nach da oben. Hintere Mauer. Was für ein wunderschönes Anwesen. Ja, das werde ich alles eines Tages mal erben. Ja, genau. Spaß. Wir sind hier an der Rückseite der Villa des Gouverneurs. Hm, sonst hätten wir uns noch mal unterhalten müssen. Azurbianisches Meer. Das Azurbianische Meer. Dahinter hört die Welt auf. Du würdest runterfallen oder von einer riesigen Maus gefressen werden. Hängt davon ab, woran du glaubst. Marmorsitz für zwei. Hat Muriel vielleicht hier den Gouverneur betrogen? Hoffentlich hatte Ned eine Decke oder sowas dabei. Über die Mauer klettern? Die Wächter werden mich erschießen. Okay, gibt's hier irgendwas? Scharfe Hibiskusblume. Schäfer Biskus soll gegen Albträume helfen. Nehmen wir mal mit. Darauf steht die doppelte Strafe, wenn man das pflückt. Zeichen. Da steht Gouverneur Derek. Eindringlinge werden aufgefressen. Toll. Entweder hat er Hunde oder Zombies. Oder Zombiehunde. Piranha-Pudel! Ein großes Tor aus Zedernholz von der Schlafzimmerinsel. Ich liebe die Schlafzimmerinsel. Ich will meine Flitterwochen dort verbringen, sobald ich einen Mann finde, der genauso aussieht und spricht wie er. Wer ist er und was ist die Schlafzimmerinsel? Nochmal. Ein großes Tor aus Zedernholz von der Schlafzimmerinsel.
Ich muss dort nicht hinein. Ich muss dafür sorgen, dass Muriel zu mir herauskommt. Wie sehe ich denn aus, wenn ich anfange, mich damit zu unterhalten? Wie ein Idiot. Ahornpflanze. Eine mit Parasiten befallene Pflanze. Insektengift kann in solchen Fällen nicht schaden. Nein, ich würde es nur zerbrechen, kräftig wie ich bin. Das ist die Straße zur Bucht der Gefahr. Der Name ist geschützt, nur so nebenbei. Ah, die Gefahrenbucht. Mittleres Fenster. Das mittlere Fenster im Erdgeschoss. Ich kann Tische sehen, auf denen sich Kuchen und Geschenke stapeln. Der untere Balkon der Villa. Meine Familie lebt in 2 Zimmern in einem Schiffsbauch. Wie schön, dass es dem Gouverneur so gut geht. Oh, das war süß von ihm. Die Tür, die zum oberen Balkon führt. Dort steht Gouverneur Derrick immer und schaut verächtlich auf sein Gefolge herunter. Das mittlere Fenster im ersten Stock. Ich sehe jede Menge Münzen und Juwelen. Der Gouverneur hat eine Menge bei der Verteidigung eingespart, seitdem wir unter dem Schutz von König Flint stehen. Ein Schlafzimmer, das in einem rosa Fischmuster dekoriert ist. Das muss das Gästezimmer sein. So, da bin ich wieder. In dem Muriel schläft. Hallo. Hallöchen. Also hat ein bisschen länger gedauert, sorry. Meine Katze hat gerade die Gunst der Stunde genutzt und hat auch nochmal ihr Geschäft gemacht. Das musste ich gerade mal wegmachen. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Gut. Also, du hast nicht viel verpasst. Ja. Ich musste einfach nur die Waffe anfassen vom linken Piraten. Dann hat er auf die Schatztruhe gefeuert und da kam halt Rum raus. Wasser. Oh. Und das Wasser hat halt irgendwie dann das Feuer gelöscht. Das war's eigentlich. Und jetzt schaue ich mich hier weiter um. Na, warte mal, das war's. Und was heißt das? Haben wir jetzt den Rum erlangt oder haben wir... Den Rum haben wir jetzt erlangt und die Piraten da, die würden uns jetzt helfen. Ja, super, haben wir das erste Rätsel gelöst. Gut, du bist jetzt gerade zu der Villa gegangen, da kommst du jetzt nicht rein, oder was? Ja, da komme ich nicht rein. Hier, das ist die Kneipe, da waren wir ja eben und... Mhm. Okay, habe ich ja wirklich nicht viel verpasst. Nee, hast nicht viel verpasst. Gut. Ja, die... Ja. Ich rede mal mit denen. Der ist auch... Der ist auch zu... Guck mal, ich dachte schon, der bewegt sich auch nicht mehr. Bewegt sich der ganz rechts. Oh. Okay, ich hab euren Rum. Holt euch Muriel. Moment mal. Sie ist in der Villa des Gouverneurs. Bring sie her. Sie wird in keine Kneipe gehen. Es ist ihr Hochzeitstag. Bring sie durch das hintere Tor hinaus. Hinter der Villa. Wir packen sie in einen Sack. Was hat auch gemeint? Da hinten bekommt nichts ab, der Priester, ne? Nö. Oder was heißt? Tja, siehst du mal Rum. Und die Kleine hier auch nicht. Das ist, er hat einen Becher in der Hand, der Vater, siehst du? Jetzt hat er einen Becher in der Hand. Gut, das hat er wahrscheinlich auch. Jetzt hat er auch allen Grund wahrscheinlich, die Insel retten. Becher zu schrubben. Jetzt gibt's ja auch mal Alkohol, verstehst du? Ja, aber siehst du, rumbelebt, ja. Selbst der Halbtote da hat sich jetzt mal wieder ein bisschen geregt, ja. Aber irgendwas fehlt uns noch hier hinten. Ich kann ja noch mal hinter die Mauer gehen. Ja, geh mal dahin. Das ist also einfach jetzt da. Kann man bestimmt irgendwas machen. Also wir kommen da gar nicht rein oder was. Die lassen uns da nicht eintreten, oder? Da sind wohl Wachen. Und die Tür hier ist aus Holz von der Schlafzimmerinsel. Ein großes Tor aus Zedernholz von der Schlafzimmerinsel. Schlafzimmerinsel klingt aber echt nett. Ja, und die Jane meinte, da würde sie gerne ihre Flitterwochen verbringen. Auf der Schlafzimmerinsel. Kannst du, dann guck dir noch ein bisschen um. Da ist zum Beispiel noch ein Schild hier neben der Tür. Was sagt das zum Beispiel? Kannst du da steht nur drauf, wem das Haus gehört. Da steht Gouverneur Derrick. Eindringlinge werden aufgefressen. Toll. Entweder hat er Hunde oder Zombies. Oder Zombie. Ja, ich wollte schon sagen. Piranha-Pudel.
Aber hier, das, guck mal, das kannst du mitnehmen wahrscheinlich, ja? Schäferbiskus soll gegen Albträume helfen. Ja, nimm doch mal eine Handvoll mit, vielleicht kannst du die Bären pflücken. Doppelte Strafe, wenn man das pflückt. Oh, hey. Mach's trotzdem. Mach nochmal. Wahrscheinlich geht's nicht, aber manchmal. Doppelte Strafe, wenn man das pflückt. Verstehst du, doppelte Strafe, vielleicht bist du doppelt. Dann ist er vielleicht motiviert. Ich finde die Blumen da sehen komisch aus, die, ne, die in den Blumentöpfen da sind. Hat Uriel vielleicht hier den Gouverneur betrogen? Hoffentlich hatte Ned eine Decke oder sowas dabei. Ja, liegt da irgendwas? Über die Mauer klettern? Die Wächter werden mich erschießen. Also näher betrachten kannst du ihn nicht. Also wenn die da geknutscht haben oder so, vielleicht findest du da irgendein Objekt, was da rumliegt oder so. Vielleicht im anderen Busch. Mit den Töpfen kann ich nicht interagieren. Ja, geht doch mal den Weg da hinten weiter. Geht doch bestimmt, oder? Nee, geht nicht. Straße zur Bucht der Gefahr, da will er wahrscheinlich nicht hin, ne? Das ist die Straße zur Bucht der Gefahr. Der Name ist geschützt. Nur so nebenbei. Ja, ganz einfach. Dann nimm doch mal das Seil und versuch doch einfach mal den Balkon anzuwählen. Vielleicht geht das ja. Okay, mach ich gleich. Parasitenbefallene Pflanze. Insektengift kann in solchen Fällen nicht schaden. Ja, kannst du ihn mitnehmen, die Parasiten? Warte mal. Da war doch gerade ein Parasit noch nicht. Nein, ich würde es nur zerbrechen, kräftig wie ich bin. Ah, mein Gott. Du bist ein Pirat, du darfst immer eine Pflanze zerbrechen. Das ist. Ich meine, zumindest können uns da keine Zombiehunde angreifen, wenn du die Balkontür verwendest, weißt du? Oder? Das muss nicht zusammengebunden werden. Ach, schade. Ich habe mir gerade so richtig schön so, weißt du, so stylisch vorgestellt, wie wir da entlanghangeln wie so ein richtiger Dieb, weißt du? Jetzt sprich mit der. Achso, Romeo und Julia mäßig oder was, ne? Wie sehe ich denn aus, wenn ich anfange, mich damit zu unterhalten? Wie ein Idiot. Ich bin kein großer Redner. Ja, vielleicht haben wir irgendwo noch einen Screen übersehen. Das kann ja sein, ne? Rechtes Fenster. Vielleicht ein Fenster einschlagen, aber wir haben auch nichts zum Einschlagen, ne? Nee. Wofür ist dieses komische Pulver, was wir hatten? War das irgendwas gut, oder? Das sind, Ich mach mich doch hier nicht zum Affen. Das sind Minzbonbons. Ach, vielleicht sind die so hart, dass du das Fenster einschlagen kannst. Nee, ist Quatsch, aber. Bewahre ich mir für jemand Besonderes auf. Okay, dann gehe ich mal weiter. Ja, aber irgendwas muss ja sein. Das kriegen wir schon raus. Also wir haben doch vielleicht alles. Fehlt uns noch irgendwas. Ja, wir haben das doch. Guck mal, zum Beispiel kannst du da links runter. Siehst du? Levy Beach, da warst du noch nicht. Oder Levi Beach, oder wie man das aussprechen mag. Da war ich vorhin kurz, als du weg warst. Was ist das denn? Das ist der Leviathan. Was ich allerdings finde, ist, dass das hier, sieht das nicht aus wie bei Monkey Island 3, gerade wie die Kanonen so rausgucken aus den Türmen und so? Auf jeden Fall. Hast du schon mit dem Leviathan gesprochen, oder? Der hat irgendwas im Maul. Ahoi! Sieht aus, als ob er krank ist oder so. Dann vielleicht Pfefferminzbonbons ins Maul schmeißen. Das klingt nach einer Idee. Sieht aus, als ob. Das klingt echt nicht gesund, also wirklich. Das klingt nicht, als ob er krank ist, das klingt, als ob er gleich abrecken, verrecken würde hier. Jemand Besonderes auf. Nee, kannst du das sein Horn, kannst du seinen Schaft rummeln, da oben. Das ist Leben. Entschuldigung. Der Leviathan. Irgendetwas steckt in seiner Kehle fest. Nee, mit dem Horn kann ich nichts machen. Kannst du ein Loch auswählen? Levis Blasloch. Dann wirf da doch mal was, oder wirf da doch mal einen Minzbonbon rein. Das ist das Blasloch. Du musst bestimmt sein Loch irgendwie verstopfen. Das klingt so falsch, aber es ist ja so. Wir können in das Blasloch tauchen? Naja, du verstopfst das Loch und dann muss er ja zwangsläufig das ausspucken, weißt du? Jetzt musst du nicht mehr gucken. Das sieht so verkehrt aus, ey, wirklich. Ja, ziemlich. Also. Deine Geräusche hast du noch. Was ist das hier wirklich? Wo sind wir gelandet? Okay, was haben wir hier? Da ist ein Schachspiel. Das ist ein Gewürze. Das sah wie so ein Schachbrett aus irgendwie. Pfeffer, Gewürze, Trinkpulver. Nehmen wir mit. Einfach mit. Bitte genau. Lass es klappen. Ah ja, Pfeffer natürlich. Ja.
Ich wollte mich da aber noch umschauen. Jetzt war mir zu klug. Nee, hat nicht geklappt. Oder redet er jetzt mit uns? Wahrscheinlich nicht, oder? Er kann nicht reden, solange das Schiff in seinem Rachen steckt. Achso, das Schiff ist das Problem. Okay. Ja, müssen wir nochmal ins Loch reinspringen. Also nochmal tief. Das klingt so falsch. Aber es ist genau das. Aber es ist genau das, was wir machen. Wir sind durchs Loch eingedrungen, um ihn von innen erkunden zu dürfen. Okay. Da liegt ein Toter in der Kabine. Auf einem großen Himmelbett. Das ist das ein Grafikfehler da hinten? Siehst du diesen. Siehst du das diesen hier. Spuck? Das ist ein Grafikfehler, oder? Das sieht irgendwie aus wie ja, so ein. Ja, sieht irgendwie falsch aus. Spucklache aus oder so. Irgendjemand blockiert die Tür. Da gehe ich nicht hin. Fass? Voll mit teurem Champagner. Ich liebe Champagner. Warum finde ich nie solche Schiffe? Können wir das mitnehmen? Das ist doch so ein Getränk der Reichen, oder nicht? Das ne? Vielleicht. Ich ganz bestimmt nicht hoch. Okay, ich dachte. Große Fässer? Teurer Champagner. In stabilen Eichenfässern. Ich meine, kannst du jetzt vielleicht da die Bombe uns reinwerfen, damit so eine Explosion entsteht? Das hast du doch so gesagt, dass das funktionieren mag, ne? Ich weiß ja nicht viel über Minztrops, aber lösen die sich nicht einfach auf? Ja, ich dachte gerade, explodieren die, ne? Das ist nicht nur einfache Minze. Du bist der Koch. Schau sie dir doch mal genauer an. Ja, dann schau sie dir mal genauer an. Diese Minze gibt es nur in Säckchen. Den Warnhinweis kenne ich schon auswendig. Nicht verwenden, wenn die Verabredung sprudelt. Ein Minzkuss kann den sofortigen Tod bedeuten. Was ja, sprudelt. Champagner. Sprudelt. Also versuch jetzt nochmal. Jetzt hat er es gelesen, jetzt kannst du nochmal reinwerfen. Stand, dass man sie nicht mit sprudelnden Sachen mischen soll. Aber ich mach's trotzdem. Oh, gleich die ganze. Ja, ich wollte schon sagen. Sieh mal einer an. Wenn ich eine Tonne Minze hätte, könnte ich das Schiff hier herausblasen lassen. Ach, es ist gar nichts passiert. Jetzt haben wir eine leere Minztüte, na super. Voll und was mit teurem Champagner. Ich liebe was hat uns das jetzt gebracht? Warum finde ich nie ich habe keine Ahnung. Ja, wir müssen scheinbar irgendwo eine Tonne Minze finden, aber wo finden wir das? Fischbild. Das war mal ein Fischerboot. Dieser Talisman hat große Fische für den Kapitän angelockt. Scheint zu funktionieren. Hä? Das Problem ist, sobald du die Gewürze nimmst, wirst du ja gleich rausbefördert, ne? Also kannst du nicht zum Beispiel das Pfeffer aus welchem Grund immer in das Fass kippen oder so. Das geht ja nicht, ne? Nee. Pfeffer, Gewürze, Trinkpulver... Komisch. Aber wo finden wir jetzt mehr Minze? Das ist eine gute Frage. Also, Minzbonbons könnte ich mir am ehesten noch in der Bar vorstellen. Dass es die vielleicht da. Weiß ich nicht, dass man sich da so die Minzbonbons irgendwie an der Bar abholen kann. Beim Barkeeper, was weiß ich, sowas in der Richtung. Kannst du hier noch weiterlaufen?